So Leute, heute gibt es PS ohne Ende. Na ja, gut, man muss die PS schon addieren. Und ohne Ende eigentlich, bloß deshalb, weil ich nie weiß, wie viele mit dabei sind. Ich gehe zum Pferderennen. Da war ich zuletzt vor gefühlten 100 Jahren. Aber 15, 20 Jahre ist das bestimmt schon her. Und ich dachte, ich guck mal wieder. Weil ich jetzt die Tage gelesen habe, dass heute ist. Da habe ich gerade noch mal geguckt. Die verlangt zwar jetzt Eintritt dafür, meines Erachtens war das damals kostenlos noch, wo ich dahin bin. Oder ich kam 2-3 Euro. Jetzt wollen sie gleich 12 haben. Aber ich dachte, na gut, guck sie doch schon mal. Ja, ich hatte aber Glück gehabt. Vor mir sind sie 5 Leute gekommen, beziehungsweise 5 Leute und ein Kind, was noch nicht bezahlen hätte müssen. Und die hatten Gutscheine aus der Zeitung, da kriegtest du 2 Karten für einen Preis von einer. Und die war so clever und hat mich gefragt, ob ich den Gutschein mit ihr zusammen nutze. Und somit habe ich bloß die Hälfte bezahlen brauchen. Ich glaube, meine Pechsträhne ist vorbei. Bedingungen heute. Und Sie sollten natürlich eine Wette wagen, um den Rennsport hier in Dresden kräftig zu unterstützen. Wenn ich es recht im Hinterkopf habe, im 6. Rennen sein. Und hier die 6. Blick aus. Das sind auch die rot-schwarz-weißen Rennfahren von Besitzer Hans-Göll zu sehen auf den Monitoren. Ja, dieses Pferd ist im letzten Jahr noch in Frankwiesen. Rang Nummer 4, Clara aus der Seite mit 24 Euro. So, in wenigen Augenblicken geht's los. Zum ersten des Tages. Die Startmannschaft nimmt die Kandidaten in Empfang. Und auf geht's in die Boxen zum Aufgalopp mit Freiberger. Bleib wie dein Bier. Die Siegwette ist möglich, die Zweierwette ist möglich, die Dreierwette ist zu spielen. Und bei der Platzwette muss Ihr persönlicher Favorit Erster oder Zweiter werden. Es gibt 2 Platzquoten zum ersten Rennen. Die Pferde rücken ein. Tamarelli ist gerade eingerückt, jetzt kam No Show Like a Joe Show heran. Atlanta City bleibt unsere Favoritin mit 1,80 Euro. Die Favoritenfarben, die Favoritenrennfarben. Hellblau mit gelber Kappe, gelb-hellblau Ärmel. Atlanta City ist letztes Pferd in der Startbox zum Aufgalopp 2023 in Dresden. Boxenlauf zum Aufgalopp mit Freiberger, bleibt wie dein Bier. 1400 Meter stehen an für die 6 Kandidaten. Willibald mit dem besten Start vor No Show Like a Joe Show an der Innenseite. Außen war aber auch die Favoritin Atlanta City gut abgesprungen. Dann Boca Spirit an der Innenseite, außen flankiert von Don Drescheur. Und Schlusslicht ist im Augenblick Tamarelli. Aber sie sind dicht geschlossen beieinander, die 6 Kandidaten ausgangs der Gegenseite. An der Spitze No Show Like a Joe Show, Willibald Atlanta City. So geht es in den Schlussbogen hinein. No Show Like a Joe Show mit Willibald. Drittes Pferd ist Atlanta City vor Boca Spirit an 4. Position. Dann 3 Längen Abstand bis zu Drun Drescheur an der Außenseite galoppierend neben Tamarelli.
So sind die Pferde weiter im Schlussbogen angekommen. No Show Like a Joe Show vor Willibald. Die beiden sind dicht beieinander. Dann eine Lücke von 1,5 Längen bis zu Atlanta City, der Favoritin an dritter Position. Dann 4 Längen Abstand bis zu Booker Spirit vor Don Drescher und Tama Valley. So geht's vorne in die Zielgerade hinein. 400 Meter bis zum Ziel noch. No Show Like a Joe Show an der Innenseite wird in der Bahnmitte angegriffen von Willibald und außen daneben erscheint hier Atlanta City. Dieses Trio ganz deutlich vor den anderen dreien. 250 Meter noch bis zum Ziel. Willibald in der Bahnmitte mit Atlanta City. An der Innenseite bleibt No Show Like a Joe Show dabei. Diese drei sind hier im Endkampf im Sieg um den ersten des Tages. 100 Meter noch bis zum Ziel. Atlanta City vor Willibald mit No Show Like a Joe Show. No Show Like a Joe Show. Atlanta City. No Show Like a Joe Show. Gegen Atlanta City. Wieder mit Willibald. Abstand dann zum Booker. Trainer Jan Raja. Jan Raja zur Rennleitung zu kommen. Grüße für Jan Raja, Trainer aus Tschechien. Zur Rennleitung. Navarra Storm. Die in Dresden. Mit der Frau, die am Stall von Peter Schirm zu Hause ist, Sibylle Vogt. Raiden Dubai, die Nummer 1. Roland Schubasch ist der Trainer für den Start. Wechsel noch im siebten Rennen des Tages, im siebten Rennen bei der Nummer 2. Siebten Rennen die Nummer 2 sind von Sarah Biersay geritten. Siebtes Rennen die 2 mit Sarah Biersay. Und wir kommen auch gleich zur Sicherung mit dieser Dreigeldprüfung, meine Damen und Herren. Navarra Storm heißt der Sieger, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Klar, er kommt aus einem großen Stall, gut gezogen das Pferd, aber der Erstauftritt, der war gar nicht so berauschend. Alle, die da vor ihm waren, die haben bisher auch nicht so riesig überzeugt. Und wir kommen auch gleich zur Sicherung mit dieser Dreigeldprüfung, meine Damen und Herren. Navarra Storm heißt der Sieger. Praktisches Pferd, heute zum ersten Mal geritten im Rennen? Ja, heute das erste Mal geritten. Zu Hause auf dem Training kenne ich den schon. Hat mir eigentlich immer ein gutes Gefühl gegeben. Ja, also mit vorne weg zu galoppieren lassen, haben wir uns zusammen überlegt, da jetzt auch. Trotz der Verkraft. Ja, aber trotzdem ein sehr, sehr liebes Pferd. Also der Frank weiß ja nicht genau, ganz genau, was er drauf hat. Sonst hätte er, glaube ich, diese Schwierigkeiten. Ganz, ganz tollen Charakter. Macht alles super mit, macht genau das, was man von ihm will. Und ich glaube, das zeigt genau, was er nicht mehr aus. Sibylle Vogt heute in Dresden. Und das ist ihr Applaus für die siegreiche Reiterin. Und der junge Mann, der den Sieger da noch abduscht, ich denke, der sollte mal rüberkommen, damit er, nee, hat gerade abgeduscht, der ist schon raus. Wo ist er denn? Ach, das ist der gleiche. Vom Pferdetransport raus sein, heute hier bei uns und auch die Besitzer. Also, wir bedanken uns beim Palettenhandel Dresden, Ronny Eckelmann. Ist Thank you.
Schon was geben am Toto. Übrigens, das Pferd hat auf der Karstbahn ja nochmal einen Galopp in der Arbeit hingelegt vor ein paar Tagen. Heute wieder